Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Und es ist Dienstag. Dienstags gibt's Post, aber ohne Lager keine Post. Und ohne Lager auch kein Hund. Ja, dann gucken wir erstmal, wo ist er denn? Ah, okay, hier unten ist es. Alles klar. Ja, dann schauen wir diesmal zuerst, was heute anliegt. Okay, nicht schwer Charakter. Oh mein Gott. Zum Maschinengewehr erledigt. Gewürztes, fettes Vogelfleisch. Gold. Johannisbeeren gesammelt. Konserven gegessen. Rotflossenhechte gefangen. Wieder so Fleißaufgaben. Ah, Schneeglöckchen gesammelt. Das können wir da hinten gleich mal machen. Der ungeliebte Kopfgeldjäger. Adlerauge benutzt. Mehr als eine gesuchte Person. Okay, auf einmal. Und Spielerkopfgeld. Okay, das wird nix. Speziallager-Eintopf, mittelgroße Tierkadaver, perfekte Tierkadaver. Schnapsflaschen finden, Fossilien finden und Landkarte für Sammlerstücke benutzen. Distanz mit dem Wagen. Okay, also ich denke, heute werden es keine neuen. Proben, was von Farmtieren genommen? Das habe ich noch nie gehabt. Proben von Wissen und Proben von... Ah, Tierproben innerhalb von 10 Minuten. Ja, das ist doch ganz neu, oder? Das haben wir noch nie gehabt. Ja gut. Irgendwann ist immer das erste Mal. Ja, dann hauen wir uns zuerst mal eine Konserve rein. Und noch eine. Da sind wir aber nicht so zimperlich. Das erledigen wir mal eben hier direkt. Dann haben wir nämlich schon mal das erste Gold verdient. So, mittelgroße Tierkadaver. Da gönnen wir uns schon mal einen Truthahn an. Und noch einen. Oh, wenn ich jetzt clever gewesen wäre, hätte ich ein anderes Gewehr genommen, ne? Dann wäre der perfekt. Ja gut, da habe ich nicht mitgedacht. Ja, ist ja auch nicht ganz so schlimm. Wie gesagt, heute werden es vermutlich sowieso keine neuen Rollenherausforderungen. Aber ein bisschen Gold ziehen wir heute ab. Nehmen die entspanntere Knarre raus. Oh, die müssten wir auch mal putzen hier. Das auch schon mal erledigt. Dann checken wir mal eben, ob wir da hinten diese violetten Dingenskirchenglöckchen da finden. Was haben wir da? Oh, das ist ein Hase. Oder? Ja, ist aber auch nicht perfekt. So. Hier ist heute gar nichts. Nö. Ja, dann checken wir auf jeden Fall hier oben die Hütte. Da haben wir schon mal die erste Schnapsflasche. Und den Schwarzgebrannten nehmen wir auch noch mit. Hier wächst doch so ein Zeug, oder? Lass mal die Rehbombeere mitnehmen. Oh, da haben wir noch von. Oh, können wir nur essen. Ob das so gesund ist? Ich denke nicht. Hier noch Möhren. Ja, hier wächst doch viel mehr von dem Zeug, oder nicht?
Ja, da sind sie. Oder? Ne, wilde Möhren. Hä? Aber ziemlich sicher, dass hier noch mehr von dem Mist wächst, oder? So, hier. Aber die Fleißaufgaben mal zuerst. Auch genug von. Haben wir auch genug von. Haben wir hier irgendwo einen Fuchs oder sowas? Höre ich doch knurren. Da. Da kann ich ja jetzt nichts führen, ne? Also, die haben ja angefangen. So, das ist schon mal mittelgroßer Tierkadaver. Ist zwar nicht perfekt, aber er ist mittelgroß. So, jetzt hier wieder so Fleißaufgaben, ne? Schön. Jetzt wird auch noch das Wetter schlecht. Das ist hier heute anders. Hier scheint mal zur Abwechslung die Sonne. Der ist auch nicht perfekt. Oh, der ist perfekt. Dann nehmen wir den noch mit. Der ist zwar nicht mittelgroß, aber da haben wir schon mal einen perfekten. Ist der Fuchs auch schnell geholt, ne? Ja, ich weiß, das zieht sich jetzt immer ein bisschen, aber auch das muss erledigt werden. Ja, langsam starten hier, oder? Vielleicht wäre es ganz clever, im Dunkeln gleich zu einer Ranch zu reiten oder zu reisen. Da mal eben die Farmtiere die Proben ziehen, oder? Oh, oh, oh. Sehe ich da wieder. Oh, da ist die Madame. Die ist gar nicht umgezogen. Ja, dann. Wisst ihr ja schon mal, wo sie ist. Boah, was ein Mistwetter, oder? Boah, das geht ja gar nicht. So sieht's aus. Okay, ja, komm, wir hauen's raus. Was soll's denn? Docks are looking good. Okay, this'll have to do. Excellent, thank you. Guess beggars can't be choosers. Und dann bestellen wir hier einfach die Vorräte, dann kann er nachher weiterarbeiten. Da haben wir schon mal, ne? Mittelgroße Tierkadaver 2. Wir kochen mal was Gescheites. Ein perfektes Tierchen sind wir auch schon
Los. Eben den Hund streicheln. Na komm schon. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ist das Zelt immer zu oder nur weil es gerade regnet? Nee, das ist von der anderen Seite offen, alles klar. Da steht gefühlt falsch rum. So, dann schauen wir mal. Was sammelt die Madame? Da. Was sind die Sammlerstücke? Oh, Indianer-Seidenpflanze habe ich nicht. Ja gut, das hat man ja. Ja, dann. Wäre so eine Kräuterkennernummer. Ja, so steht's da auch. Dann. Ach, geht's hier hin? Was soll's denn? Dann werden wir heute vorwiegend, ich denke, den Naturkundler machen. Den Sammler. Und Händler. Wo ist denn jetzt hier der? Da ist er. Oh. Also hier. Oh, da ist der legendäre Bison. Kollege, wir müssen uns auch noch holen da. Ja, hier ist heute leider keine Pulle. Ja, dann würde ich doch mal sagen. Holen wir uns die Probe vom Bison zuerst. Dann die Farmtiere. Da sitzt er. Oder liegt. Na komm, bleib liegen. Der muss irgendwann mal müde werden. So. Nee. Erstmal Probe. Und dann wieder flott machen. Jetzt müssen wir uns ein bisschen ranhalten, ne? Dann war es, glaube ich, 5 Farmtiere. Oh, ist das richtig? Naturkundler. So, Proben von Farmtieren, 3 und Wüsten. Und dann 5 Stück in 10 Minuten. Ich hoffe, es müssen keine verschiedenen Farmtiere sein. Aufwecken war ja nicht die Rede. Da ist es schon erledigt. Dann düsen wir mal eben schnell in eine Wüstengegend. Doch nicht. So, hier gehen.
$1000, das ist ja mega teuer hier. So, da brauchen wir auch irgendein Wüstengetier. Ich denke, normale Kojoten und so, das reicht alles nicht. Aber doch irgendwas. Da ist er doch. Hier mitten im Kaktus. Ja, also da haben wir das hier, ne? 5 Proben in 10 Minuten ist fertig. Jetzt können wir uns hier entspannt irgendwelche Wüstentierchen suchen. Ja gut, ein Hase ist jetzt nicht unbedingt ein klassischer Wüstenbewohner, ne? Aber die, glaube ich, ne? Irgendwas werden wir hier wohl noch finden. Ja, das klingt doch. Was war das? Das ist doch hier irgendwas, höre ich doch. Da. Dann sollten wir auch das erledigt haben, hoffe ich. So, besser geht's ja nicht. Dann schauen wir mal eben allgemein. Ja gut, hier mit den Johannisbeeren da. Das kann man noch machen. Mittelgroße Tierkadaver und perfekte Sammler. Also die 9 kann man ja schaffen, wenn man sich genug Zeit nimmt. Naturkundler sind wir durch. Was wollte ich denn? Sammler. Fossilien. Das hasse ich ja. Aber gut, da wird man nicht immer nach gefragt, ne? Ah, das ist ja toll. Boah, das ist ja eine Weltreise. Ja gut, das geht noch, ne? Boah, aber ich glaube, da reisen wir eher eben hier hin. Kein freier Lagerplatz. So, schon mal andere Munition nachlegen hier. Dann hoffe ich, dass ich hier jawohl ein Lager aufschlagen kann. Dann kann's losgehen. Wo wir gerade hier sind.
hinten leuchtet auch was. Das holen wir uns natürlich mal eben. Genau. Warum auch einfach, ne? Wenn es auch kompliziert geht. So, das war einmal fast geschickt, ne? Ja, dann geben wir mal alles hier. Also mit der Gegend hier werde ich auch nicht warm, das kann ich euch so sagen. Vielleicht eine Weltreise machen. Besser wäre irgendwie mittelgroße Tierkadaver in perfekt. Nicht. Gürteltier, Leguane. Was sind das denn hier für Johannisbären? Ach, das sind schwarze. Gut, die nehmen wir trotzdem. So, also wie gesagt, so mittelgroße Tierkadaver. Ja. Perfekt wäre natürlich besser. Können wir erstmal mitnehmen. Kann ja perfekt werden, wenn er zwei Sterne hat, ne? Hasen und Truthähne tun es ja auch. Jetzt im Ernst, das ist ja wirklich eine Weltreise hier. Und so klassische Fleißaufgaben. Genau mein Ding. Jetzt mal ab und zu gucken. Ich glaube, hier laufen auch sonst schon mal Hasen rum, oder? Weil die laufen. Oh Gott, eine gesuchte Person. Da habe ich. Nein, da habe ich keinen Nerv zu. Das lassen wir auch. Ah ja, super. Ist das hier oben oder ist das hier unten? Das ist doch bestimmt da unten irgendwo, oder? Man muss es nur überleben. Das finde ich so nervig, ne? So, was war denn bei Kopfgeldjäger? Halt, falsch, da. Adlerauge benutzt mehr als eine Zielperson Spielerkopfgeld, dann wird ja nichts. Oh Gott sei Dank kann man hier unten Lager aufschlagen. Muss ich hier wegkommen? Hier ist nichts. Dann geht es hier hin. Wenn das Pferd mal auftaucht, da ist es.
So, wachsen diese komischen Johannisbeeren hier oder wachsen die nur um Emerald rum? Na gut, das prüfen wir gleich. Erstmal. Das war geschickt, ne? Erstmal prüfen wir hier, ob hier eine Pulle liegt. Sind ja auch gerade mal 25 Minuten, ne? Nüchte. Also diese Johannisbeeren, irgendwo hier unten wächst der Mist doch, oder? Komm hier, das kann er. So, sind das goldene Johannisbeeren hier oder schwarze? Das sind Möhren. Gold-Johannisbeere, da ist sie doch. Das Gold darf man sich doch auch nicht durch die Lappen gehen lassen hier. Ach, da stehen doch schon die nächsten. Das ist ja noch besser. Das ist ja direkt erledigt hier. Tipptopp. Dann checken wir natürlich hier eben die noch nicht existente Farm. Ja, auch nix. Ey, das gibt's doch nicht. So, der ist wenigstens perfekt. Klar, Knarre raus, ne? Ihr wisst, hier wohnt ein Puma. Ja, das sieht doch gut aus. Dann markieren wir uns die nächste Stelle. Und das muss doch irgendwie, geht das doch hier auch. Noch irgendwie so ein Kojote, Fuchs, irgendwas, was wir hinten aufs Pferd packen können. Oh, 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 oh. Ja, das alles wieder einsammeln hier. Nee, machst du einfach dran, Junge.
da. Ah, der ist auch nicht perfekt. Zustand jetzt mal egal. Hauptsache ist mittelgroße Tierkadaver. Oh, 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 ist ja perfekt. Wo ist er hin? Auch nicht. Dann hätte ich den gegen den Leguan noch ausgetauscht. Ja, das sind heute ganz schön weite Reisen hier. Aber nun gut, ne? Was hilft es? Irgendeiner muss es ja erledigen, ne? Macht ja keiner. Gucken. Da ist ja manchmal auch so ein Busch. Irgendeine Pflanze. Den Namen habe ich schon wieder vergessen. Da ist sie. Und die nehmen wir natürlich mit. Denke ich, machen wir nachher mal eine Karte auf für Schnapsflaschen. Ah! Sag mal. Das war's jetzt aber auch mit meinen perfekten Hasen, oder? Oh, Halleluja. Nee, Glück gehabt. Ich war da so auf diesen Jäger konzentriert gerade. In der Ufe hier. Und habe schon mal rumgeguckt, wo das Fossil ist, aber es ist da unten, meine ich. Dass ich die Kutsche übersehen habe. Wir holen uns wenigstens eben das Tierfett und die Kralle, ne? Auch wenn wir das Fell nicht mitnehmen. Und das schon mal erledigt. So, jetzt aber. Zweiter Versuch. Hier, ne? Da ist es. Auch durch. Dann fehlen uns jetzt, glaube ich, nur noch die Pullen. Ne? Genau. Da machen wir nochmal die Karte auf. Was soll's denn?
Okay. Ah, das ist Mist. Das kann ich euch sagen. Aber gut, das ist dann so, ne? Die nächste? Ja gut. Reisen wir halt ein wenig durch die Gegend. Was soll es denn? Oh, hier geht's nicht. Ich kann in der Nähe von Gegnern. Ich sehe keine Gegner. Ja, nach den vielen Unfällen können wir uns ja erstmal was gönnen, ne? Eben den Hund streicheln hier. Wenn er sich schon so freut, oder? Aber er will nicht. Und jetzt ist das Zelt doch offen, seht ihr? Dann stand das vorhin falsch rum. Oder liegt das wirklich am Wetter? Ich werde mal drauf achten. Supplies are looking healthy right now. Okay, Ben, no comment. Dann holen wir uns mal eben die Schnapsbulle. Und dann gleich dahin ins Schneegebiet. Hier wieder die schöne Musik der Madame. Ich hatte gehofft, dass hier noch irgendwie ein Truthahn ist oder so. Aber dann eben nicht. So, nochmal langsam jetzt. Sag mal. Die Arznei. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Ja, komm. Spring der Ruffi aufs Pferdchen. Hier keine perfekten Truthähne. Doch, irgendwas ist doch hier. Oder schon mal mitnehmen. So, jetzt noch irgendwie ein Hasen oder das muss doch hier rumlaufen, das gibt's doch nicht. Doch. Was alles muss hier gehen. Welcome back. Yep. Haben wir uns auch richtig beeilt, ne? So. Aber viel Spenden ist nicht mehr hier. So, da haben wir das schon mal fertig. Dann markieren wir uns mal eben. Diese Pulle hier.
jetzt füttern wir vielleicht wirklich erstmal das Pferd, ne? So, da wollte ich mal bei Händler gucken. Wie viele perfekte Tiere brauchen wir noch? 2. Ja gut. Vielleicht haben wir ja noch jemand Kleines in der Tasche. Taschentiere nehme ich immer. Da kann ich nicht Nein sagen. Klar, wenn man jetzt einen Kleinwildpfeil genommen und so, ihr wisst Bescheid. Aber den Umstand. Wir werden ja wohl gleich noch 2 Hasen oder 2 Drute in der Fing. Das ist jetzt echt erstmal eine Weltreise hier. Aber nun gut. Auch das müssen wir erledigen. Super, das ignorieren wir natürlich. Und ihr wisst warum, ich habe keine Lust. Nein, das habe ich schon ein paar Mal gemacht und dann steht da immer wieder dieselbe Fehlermeldung gefühlt. Erledige alle Gegner und irgendwie taucht er nicht auf, der letzte oder so. Ihr habt keine Ahnung, wo der hängt. Das erspare ich euch und mir. Ah, ein bisschen sehr optimistisch, ne? Hier umgeht's so. Müssen wir hin. Da sieht man es auch schon, die Flasche. Nein, nach oben, Kollege. So. Auch das haben wir erledigt. Jetzt müssen wir mal zusehen, dass wir die nächste Pulle hier noch eben einsammeln. Aber ich meine, von hier oben kann man keine Schnellreise machen. An. Warten wir mal so ein bisschen querfeld ein hier. Oh, 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 oh. Ja, manchmal bin ich sehr optimistisch, ne? Aber ich denke so grob die Richtung, das passt hier schon. Ja, oder auch nicht, ne? Dann hoffe ich,
dass wir jetzt hier gleich eine Schnellreise machen können. Nee. Schade, schade. Irgendwann muss das doch hier gehen. Sehe ich da Truthähne? Aber keine perfekten, oder was? Doch. Ich nehme sie alle. Das gibt's doch nicht. Jetzt noch einen perfekten Truthahn hier. Die anderen, die lasse ich jetzt liegen hier. Ist doch gar nicht. So. Direkt hier hinterm Zelt von Harriet. Das ist natürlich nicht klug. Ja. Aber nun gut. Beinahe hätte ich hier wieder. Ja, ich weiß nicht. So, wir spenden den Spaß mal eben. Dann holen wir uns die letzte Pulle. Dann öffnen wir die nächste Karte. Und dann müssen wir eigentlich durch sein, ne? Stocked for the time being. Good stuff. So, Sache erledigt. Ja, dann braucht man doch heute, je nachdem, was man macht und wie man das macht, ich denke so um die 40 bis 45 Minuten, wenn man sich richtig beeilt. Aber es geht ja gar nicht ums Beeilen, ne? Es geht um den Spaß. So, wo ist die Pulle hier? Da hinten leuchtet irgendwas. Aber das ist ja nicht die Flasche. Eine Tarotkarte. Okay. Okay, rein kommt man in die Hütte hier schon mal nicht. Ach, da! Der gute Tennessee Whisky hier. So, dann checken wir mal eben die Lage. Da seht ihr es, eine Sache fehlt uns noch. Und zwar werden wir gleich noch eine Landkarte öffnen. Und dann sind wir durch. Perfekten Lego an. Ja, dem nehme ich den ganz mit. Ach ja, nee, den häuten wir nur, wenn wir mal irgendwann wieder perfekte Tierhäute brauchen. Dann haben wir schon mal was. Ab nach Hause. So, dann machen wir jetzt noch eine Karte auf und dann haben wir es auch für heute.
Egal. Hauptsache ist eine Karte. Und da seht ihr es. 9 von 9 Rollenherausforderungen erledigt für heute. Ja, ich denke, den Rest machen wir nicht. Ach so, gewürztes fettes Vogelfleisch. Ja, das kann man doch nochmal eben machen, oder? Müssen wir aber erstmal eben in die Tasche gucken. Wo ist das denn? Gekochtes Wildvogelfleisch. Ach, das ist das, ne? Wenn wir mal das hier, die Waldackerminze, finden wir hier gleich satt. Dann kann man immer die Tasche wieder auffüllen. Ja, das Gold nehme ich aber noch mit hier. Da ist es, fettes Vogelfleisch mit Ackerminze. Also durch Essen Gold bekommen, ne? Das ist ja genau mein Ding. Und fertig. Und sonst. Gegnerische Nichtspielercharaktere. Ach ja, ja, Gott, komm, lass. Rotflossenhechte. Das sind so Fleißaufgaben jetzt. Da hab ich. Nee, das lassen wir mal lieber. So, das war der Teil am Dienstag. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Father and Son Play for Fun.